Damen und Herren, es gibt ja viele interessante Trachtenjacken, aber der Herr da vor mir, schauen Sie, der hat wahrscheinlich zu Hause. Sie dürfen Sie was fragen, entschuldigen Sie, wenn ich so von hinten komme. Sie haben so eine hochmoderne Jacke an. Nein, haben Sie selber Jacke gestrickt oder was? Nein, von meiner Mutter. Die ist uralt. Die schaut aber sagenhaft aus. Ja, Ihr Großvater Schäfer oder wie ist das gegangen? Bauer. Bauer. Und die haben selber Schaf gehabt, oder? Nein. Aber toll, gell? Das ist großartig. Was hat es für Knöpfe, wenn wir sehen? Ja. Das ist ja auch so was Exotisches. Normalerweise haben wir Bayern immer den Doppeladler, der ist auch Doppeladler drauf. Das ist ja österreichisch, das ist eigentlich der Feind, genau. Gell? Genau. Hauptsache mal was. Ja. Also die Jacken, okay. Wenn Sie es mir nicht mehr brauchen, kommen Sie ja, zu mir. Ja, da habe ich schon mehrere Anmeldungen. Also, schöne Wissen. Ja. Sehen Sie, Damen und Herren, wohl dem deine Großmutter hat, die stricken kann. Dann hat man was fürs Leben. Schauen wir weiter.